Ich begrüße euch heute wie angekündigt aus der Werkstatt. Es geht heute los, wie im letzten Video angekündigt, mit dem Magirus hier, den ich mir geholt habe letztens. Passt gerade so rein hier in der Werkstatt. War ganz schönes Gefummel, aber es ging. Es war Millimeterarbeit. Aber das ist besser wie draußen, weil wenn ich jetzt hier alles blank schleife, dort wo ich hier schweißen muss und tun und machen, hier drin rostet es halt nicht gleich wieder. Das sind so hier die Ecken, wo es so durch ist. Ist alles raus. Ich habe ja gestern schon mal die Schale abgebaut hier, die Radschale, die liegt hier. Die ist auch schön zerfressen. Die kriegt erstmal das Anstrahler und dann muss ich das versuchen nachzubauen. Hier ist noch der Einstieg, den habe ich auch schon abgebaut. Da hat sich auch keine Schraube mehr gedreht, musste ich alle wegreißen. Das ist alles schon mal, hat schon mal der Fliesenleger repariert. Ja. Das muss auch alles zum Strahlen und dann wird das nochmal ordentlich gemacht. Also ich versuche es ordentlich hinzukriegen, aber ich denke mal schon. Und dann hier die ganzen Halterungen. Die sind alle, ist nicht, noch nichts durch, aber es wird alles gestrahlt und dann wird das gleich Feuer verzinkt. Und dann hält das 100 Jahre, da rostet das nie wieder. Da gibt es ja noch so ein paar Teile, die ich ersetzen will, hier Stoßdämpfer und so, das wird alles neu gemacht. Ja, Kabinendämpfer hier, der ist auch sehr verfault, das fliegt alles raus. Auspuff ist ja durchgerostet. Da werden jetzt zwei Abgasanlagen nach oben gelegt. Da muss ich mir hier eine Konstruktion einfallen lassen. Aber da besorge ich mir erstmal Rohr und alles in der Stärke. Das kommt dann relativ zum Schluss. Mein Plan ist jetzt nämlich die eine Seite fertig machen hier so ein bisschen. Dann noch einen Tank ab und den Hydrauliktank ab. Oder zumindest so ab, was verfault ist, ab. Sandstrahlen, verzinken wieder dran oder lackieren halt. Das was rot war, wird wieder rot. Außer die Halterung hier, wo sich überall der Dreck sammeln kann. Das sind alles Hohlräume hier. Das wird alles verzinkt und da hält es 100 Jahre. Ja, jetzt ist der Plan, die Schale noch ab hier. Da habe ich gestern schon mal versucht, hier die Schrauben abzuflexen, aber da war es mir dann zu dunkel. Da hatte ich auch keine Lust mehr, weil hier drinnen ist auch schön Rostfraß überall. Das muss alles unbedingt raus. Und das muss halt jetzt Stück für Stück werden. So wie Zeit ist. Dann die Tür noch hier, das muss ich den Türgriff abbauen, eventuell die ganze Tür, weil hier unten drinnen in der Ecke ist auch noch ein bisschen Gammel. Sieht man das? Ne, jetzt blendet. Aber hier unten die Ecke und so, das ist nicht viel, aber das werde ich wohl ein bisschen raus anstrahlen und dann wieder ein bisschen schweißen und ein bisschen Nahtabdicht drauf und dann Farbe. Hier das Rathaus ist hier auch schon mal geflickt worden. Mal gucken, was mich da erwartet, wenn die Schale ab ist. Das werde ich schon sehen. Ich habe den Freund schon mal aufgepackt hier mit dem Wagenheber, also bloß ausgehoben. Wagenheber von 1960, denke ich mal, oder 40, oder. Den habe ich hier zur Werkstatt dazu gekriegt. Läuft schon ein bisschen das Öl unten raus, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Aber das Rad dreht noch. Muss ich jetzt mal einen Schlagschrauber nehmen, mal das Rad runterpelzen. Und dann habe ich hier schöne Balken zugeschnitten. Die will ich unter der Achse legen. Weil alle Böcke, die ich da habe, den traue ich die Last nicht zu. Ich habe den versucht, mit einem 3-Tonnen-Wagen hier auf der einen Seite anzuheben. Den hätte ich bald auseinandergebrochen. Ja, da schraube ich jetzt das Rad ab. Das machen wir jetzt ein bisschen im Zeitraffer. Und dann hole ich euch wieder.
So, Rad ist ab. Hängt ganz schön drauf. Aber hat geklappt. So, jetzt habe ich erstmal ein paar Sägespäne, weil mein Wagen überölt ein bisschen. So habe ich die Hälse drunter. Direkt unter der Achse. Dann habe ich hier hinten noch Hemmschuh vorne. Hemmschuh hinten. Kann er nicht weg. Oben ist Himmel, unten ist Erde. Ja, erstmal Sägespäne holen. Da habe ich hier so eine Papptonne. Und wenn ich Feuerholz mache, bleiben Sägespäne übrig. Ich halte nichts von Ölbindemittel, weil das schleppt man sich überall mit hin. So. Zack. Da kümmere ich mich jetzt erstmal drum, die Schale noch abzukriegen hier. Da habe ich gestern schon mal geflext, aber so richtig habe ich da nicht gesehen. Sieht man es auch nicht, sieht man schlecht. Doch, aber die Schreibe ist ab, dort sehe ich gerade, die ist auch ab. Hier oben muss ich halt nochmal flexen. Ja, das ist alles oxidiert. Überall Löcher drin und das ist alles Blätterteig hier. Die Halterung von dem Blinkerkabel habe ich versucht abzuschrauben, da habe ich mit dem Schraubendreher in dem Loch gesteckt. Da war das ab, das konnte ich so rausziehen. Ja, da muss ich das jetzt abflexen und dann sehen wir weiter. So, die scheiß Schale ist endlich ab. Noch zwei Schrauben abgerissen, zwei noch rausgekriegt. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Alles schön Müsli. Die zwei Gewinde ging noch, das hier hinten ist weg. Hier hängt das Blinkerkabel, was hier oben angeschraubt war. Jetzt sieht man es besser. Das konnte ich einfach so abziehen. Das heißt also, dass ich hier bestimmt auf der Seite noch den Innenraum, den Sitz raus, Teppich rüberlegen. Weil wenn ich hier schweiße, dann das fängt uns an mit Brennen. Jetzt will ich erstmal ein bisschen das freischleifen. Mal gucken, was da zum Vorschein kommt. Da habe ich hier so einen schönen Druckluftschleifer. Kann ich mal unten drunter verlinken. Mit so einem Nägerkeks oder wie man das nennt, so eine Schleifscheibe. Mit Gummiteller. Schreibe ich mal unter das Video einen Link. Ja, da schleifen wir das mal ab. Und dann gucken wir mal, was da zum Vorschein kommt. So, hier sieht man jetzt, hier haben sie mal Blech eingesetzt, also drüber gesetzt, wie es aussieht. Das muss ich hier noch ein bisschen wegpöbeln. Das ist alles Glasfaserspachtel. Naja, das wird sowieso alles rausgeflext. Das ist alles, also bis, mal gucken, bis wohin ich das wegschneide. Aber eigentlich wäre es sinnvoll bis hierhin. Und dann die ganze Ecke irgendwie nachbauen, versuchen. Das wird das Sinnvollste sein. Da muss ich mir jetzt noch Garserieblech besorgen.
Und dann werde ich mich hier dran setzen. Das alles erstmal hier so ein bisschen versuchen nachzubauen. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Am besten hier wegnehmen. Und dann hier wieder, das sind alles Schweißpunkte hier, am besten das freischleifen. Und versuchen irgendwie rauszukriegen. Hier irgendwie wegschneiden, probieren. Hier ist auch schon wieder angesetzt. Das muss auch raus. Hier hört sich nicht mehr wie Blech an. Das ist nur noch wie scheint Karosseriekleber oder so. Aber das lässt sich rausfinden. Das ist jetzt erstmal ein ganzes Stück Arbeit. Dann will ich hier noch die Schalen dann rausmachen und das Filz ab. Aber das lasse ich jetzt erstmal dran, nicht, dass ich mir den ganzen Schleifdreck auf den Motor schmeiße. Da schützt das noch ein bisschen. Dann bringe ich noch hier so eine Schweißschutzdecke mit, die lege ich hier drüber. Dass ich mir die ganzen Gummischläuche hier nicht versaue. Die müssen dann wahrscheinlich eh neu, aber wenn ich so weit bin, da ist erstmal viel geschafft, dann erstmal die Seite hier nachbauen und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Das wird jetzt erstmal noch ein ganzes Stück aufhalten. Ich muss jetzt, wie gesagt, Karosserieblech bestellen. Dann kommt die Ecke noch raus. Dann muss ich jetzt den Innenraum noch leer machen. Der Sitz muss irgendwie verschraubt sein, das finde ich raus. Kommt der raus, dann hier drüben Teppichverkleidung hoch. Dass man hier arbeiten kann, vernünftig. Das muss ja mindestens bis hier rüber, bis an den Mitteltunnel. Muss ich das rausnehmen. Nicht, dass das anfängt zu schmoren. So, Sitz ist draußen. Schale ist ab, habt ihr schon gesehen. Achso, Teppiche sind auch noch draußen. Teppiche raus, Sitz raus. Hat jetzt eine ganze Stunde gedauert, den ganzen Mist rauszufriemeln. Jetzt ist hier drinnen das blanke Blech. Das sieht so halbwegs gesund aus. Es geht erst hier unten in der Ecke los, wenn man einen Schraubenzieher schon reinstecken kann. Ich habe versucht, hier noch in der Ecke die Verkleidung abzubauen. Aber dazu muss der halbe Himmel raus, hinten der Arsch muss raus. Ich versuche es erstmal, dass ich es so hinkriege. Das ist auch noch unter den Scheibengummi gelegt, diese Verkleidung drinnen. Das ist so viel Arbeit. Ich gucke erstmal, dass es so klappt. Als nächstes muss ich mir jetzt Blech bestellen, Karosserieblech. Ich habe noch welches da, aber das ist so verrostet, weil das ewig draußen stand. Das müsste ich so lange dran rumschleifen. So viel kostet das nicht, da höre ich mir was Neues. Und dann versuche ich hier mal den ganzen Klimbim nachzubauen. Es müsste eigentlich alles halbwegs machbar sein. Das sind ja alles hier so Schweißpunkte zum Aufbauen. Macht alles Haufen Arbeit mit sauber machen und so. Keine Frage, aber da müssen wir durch. Ja, soweit erstmal dazu. Da bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja mal kommentieren oder mir einen Daumen nach oben geben. Empfehlt mich weiter. Guckt mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, die verlinke ich unten drunter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.